Ich denke, wir sollten hier lieber nicht herumtrödeln. Wollen wir weiter? Ja, das gefällt mir. Röcke, Musik und genug zu trinken. Benötigt ihr etwas, Kommandantin? Denkt ihr, eine von ihnen würde sich vielleicht mit einem Zwerg einlassen? Oder auch... Das ist gut, das sofort zu erledigen. Ich wollte euch noch danken, dass ihr mir heute den Hals gerettet habt. Da war dieser Kerl und er hat Grrr gemacht und ich hab Rrrr gemacht. Dann hat mich ein Pfeil getroffen und dann bin ich umgekippt. Ich dachte nur, aber dann wart ihr da und alles, was ich gehört habe, war... Das war spekalutastisch. Ich trinke auf euch, Kommandantin. Auf euer... Oh, davon habe ich immer geträumt. Ja, das sieht nett aus. Lasst es mich wissen, wenn ich die Adeligen rauswerfen soll. Wenn ihr die Zeremonie beenden möchtet, wollte ich sagen. Im Prinzip können euch nur zwei von ihnen im Krieg wirklich helfen. Lord Edelbrack, der Herrscher über die Farrowell-Ebenen, besitzt mehr Ackerland als jeder andere. Er ist ebenso mächtig wie beliebt. Ben Esmeral herrscht über die Stadt. Sie ist bei weitem die wohlhabendste in diesem Saal. Und auch wenn sie nicht besonders beliebt ist, so verfügt sie doch über beträchtliche Macht. Edelbrack sagt die Wahrheit, Sir. Aber die Dinge sind kompliziert. Sowohl er als auch Ben Esmeral fordern die Entsendung von Soldaten. Aber wir haben nicht genug Männer. Ihr müsst entscheiden, was ihr beschützen möchtet. Die Stadt, das Land, den Handel... Wie ihr wünscht. Die Frauen fühlen sich zu euch hingezogen, wenn ihr mit dieser Katze spielt. Oh ja, wie Motten vom Licht. Frauen mögen es, wenn Männer Zuneigung zu kleinen, struppigen, wehrlosen Wesen zeigen. Zu Wesen wie euch. Dämlicher Magier. Jedes Mal, wenn ich etwas aus meiner Robe ziehe, rennen die Frauen weg. Schon gut, schon gut. Kommandantin der Wächter. Die Gerüchte über euch sind wahrlich nicht übertrieben.
Wisst ihr, Nathaniel, ihr seid genau wie ich. Ach, tatsächlich. Alle hassen eure Familie, weil sie etwas Schreckliches getan hat. Und das, obwohl ihr selbst nichts damit zu tun hattet. Kommt bitte zur Sache, Anders. Es ist genau wie bei den Magiern. Wenn es mehr Haus gäbe, würden sie euch alle in einen Turm sperren, um den Rest der Welt vor euch zu beschützen. Ein beeindruckender Vergleich. Früher wurden über diesem Tor die Köpfe von Verrätern aufgespießt. Mein Vater kann von Glück sprechen, dass er nicht auch da oben geendet ist. Eine Milde gab es, Sir. Der Hof meiner Familie wurde von der dunklen Brut niedergebrannt. Und sie lassen uns nicht in die Stadt. Sucht ihr vielleicht Gesellschaft, Schätzchen? Für eine gepflegte Unterhaltung mit reizenden Damen bin ich immer zu haben. Ich mag es, wenn eine Frau so bestimmt ist. Die Anerkennung für die Entdeckung der Schlucht gebührt nicht mir allein. Mika hier ist als erster hineingestürzt. Ich hätte wesentlich lieber einen Haufen Gold entdeckt. Ach komm, hör endlich mit deinem Gejammer auf. Sie liegt ein gutes Stück außerhalb der Stadt. Wisst ihr, wir waren dort gerade einem Hirsch auf der Spur, bevor dieser ganze Mist mit der dunklen Brut passiert ist. Wir waren schon über eine Woche hinter ihm her. Ich wette, er hat sich köstlich darüber amüsiert, wie wir hinter ihm hergejagt sind. Ah ja, richtig, die Schlucht. Nun, wir haben sie von einer Anhöhe aus entdeckt. Der Anblick war wirklich atemberaubend. Da war ein gewaltiger Riss, als hätte der Erbauer selbst die Erde aufgebrochen, wie ein Ei. Ich mag Eier. Es sah aus, als hätte irgendjemand mal versucht, dort zu bauen. Allerdings muss das schon ewig her gewesen sein. Niemand in der Stadt wusste etwas darüber. Was war es denn nicht? Vielleicht war es ja die dunkle Brut. Naja, auf jeden Fall mussten wir uns das näher ansehen. Und dabei ist Mika eben hineingestürzt. Er hat geschrien wie am Spieß. Und dann war er weg. Die Erde ist abgebröckelt. Kein sicherer Stand. So ist es. Und als Mika da also so rumlag und wegen seines Knies oder Kopfes oder was auch immer geschrien hat, ist plötzlich die dunkle Brut aufgetaucht. Wir hatten Glück. Sie schienen beschäftigt. So als müssten sie dringend irgendwo hin. Sie haben uns nicht einmal bemerkt. Dem Erbauer sei Dank. Die dunkle Brut war so beschäftigt, dass sie zwei schreiende, verletzte Männer übersehen hat? Äußerst merkwürdig. Ich habe die Schlucht auf meiner Karte markiert, damit wir uns von ihr fernhalten können. Aber ihr klingt, als wolltet ihr dorthin. Hier, bitte. Also, bekommen wir vielleicht etwas für unsere Mühen? Einen ganzen Sovereign. Wenn es jemals einen guten Grund dafür gab, in eine Grube der dunklen Brut zu fallen, dann ist es der hier. Der Erbauer möge euch segnen. Rührt mich nicht an! Nicht! Warum lasst ihr uns nicht rein? Die dunkle Brut ist im Anmarsch. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzt? Riecht ihr das? Das ist der Geruch der Freiheit. Er ist natürlich versetzt mit dem Geruch von Hunden und Staub, aber dennoch steckt auch Freiheit darin. Ich bin 7-mal aus dem Turm geflohen. Nach meinem letzten Versuch haben sie mich 1 Jahr lang in Einzelhaft gesperrt. Ich bin mir sicher, irgendwann hätten sie mich als Malefika gebrandmarkt und hingerichtet. Egal, ob es wahr ist oder nicht. Das Problem ist, dass Magier toleriert werden, wenn sie Glück haben.
Es ist, als bräuchte man eine Erlaubnis, am Leben zu sein. Es gibt nichts, was ein Magier tun kann, um sich zu beweisen. Alle müssen vor einem beschützt werden. Punkt. Sehr gut. Wieso habt ihr eigentlich nicht in allem das Sagen? Alles, was ich will, ist ein hübsches Mädchen, eine ordentliche Mahlzeit und das Recht, Narren mit Blitzen zu beschießen. Vielleicht bin ich meinem Traum ja näher, als ich dachte. Ach, beachtet mich einfach gar nicht. Mir wird nur immer wieder bewusst, dass ich nicht mehr in einer Zelle sitze. Und dann muss ich eben grinsen. Das ist alles. Aber sie sehen nicht aus, als wären sie infiziert. Und er hat Kinder. Hör zu. Wenn wir ein paar von ihnen reinlassen, werden wir auch die anderen nie wieder los. Es gibt keine Ausnahmen. Möge der Erbauer auf euch spucken, ihr herzloser Bastard! Wir brauchen etwas zu essen. Meine Kinder sind hungrig. Diese Schmuggler sind die letzten Bastarde. Sie bereichern sich am Leid anderer. Ah, die Kommandantin der Wächter. Ich wusste, ihr würdet kommen. Ihr erkennt eine Gelegenheit, wenn sie sich euch bietet, nicht wahr? Ich biete euch eine Zusammenarbeit an, von der wir beide profitieren. Wie euch sicher schon aufgefallen ist, hat der Handel einige Probleme. Meine Geschäftspartner sind allerdings in der Lage, über gewisse Kanäle Waren nach Amaranthine zu bringen. Das Ganze wirft einigen Profit ab und wir sind der Meinung, dass euch als Herrscherin dieses Landes ein gewisser Anteil zusteht. Bevor wir zu diesem Thema kommen, erbitten wir einen winzigen Gefallen. Der Schankwirt eines örtlichen Gasthofs hat seine Grenzen überschritten. Er wurde angeheuert, um einen der Eingänge zu unserem Versteck zu bewachen. Doch nun erpresst er uns, um noch mehr Geld herauszuschlagen. Ist das nicht schrecklich? Für eine Person mit eurem Einfluss dürfte es doch kein Problem sein, ihn davon zu überzeugen, den Durchgang frei zu machen. Kehrt zu mir zurück, sobald die Sache erledigt ist.